Seht euch das mal an, Leute. Da hinten ist alles voller Polizeiautos. Das ist unglaublich. Wird richtig spannend. Also ich weiß ja nicht, was hier abgeht, aber diese Hilfe und diese Polizei sollte sich mal lieber um echte Kriminelle kümmern, statt hier um uns, die friedlich demonstrieren wollen für einen Völkermord, der in Palästina geschieht. Meine Damen und Herren, das ist Österreich. Ich bin zutiefst traurig. Ich bin hier groß geworden, aufgewachsen und ich schäme mich zutiefst. Ich schäme mich zutiefst. Wirklich, schaut euch das an. Das ist abnormal, Leute. Ich schäme mich zutiefst. Also Leute, kleines Update an euch. Wir sind immer noch verriegelt. Die Polizisten sind uns immer noch ein bisschen näher gekommen als davor. Wir müssen jetzt alle unsere Ausweise präsentieren. Da hinten sind noch Leute, die eigentlich auch zur Demo wollten, aber dadurch, dass die Polizei uns versperrt hat in einem Kreis, was auch sehr witzig ist irgendwie, die stehen da hinten und demonstrieren von der Ferne. Danke, Leute. Dürfte ich durch? Wir sind zu zweit. Wir sind nur zu zweit. Warum? Wir sind nachher kurz einen Moment, bitte, gell? Okay, warten. Entschuldige. Wir dürfen nicht durch, Leute. Weil Völkermord von Österreich akzeptiert wird, dürfen wir nicht durch. Völkermord wird von Österreich akzeptiert. Beruhigen Sie mich bitte. Traurig, traurig. Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free.